Thank you.
Tag liegen noch einige Tage vor uns. Wir sind jetzt noch hier in Berlin, werden dann in der Hälfte sozusagen der Drehzeit nach Südafrika übersiedeln, um dort den exotischen Teil der Abenteuer dann umzusetzen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich hier schon quasi mittendrin sind im Drehen, weil dieses Projekt eine lange und auch wechselvolle Geschichte hat. Herr Rosemeyer, Bernd Junior Rosemeyer kann sozusagen Beweis dafür stehen, wie viele Jahre wir beide schon an diesem Projekt sind. Schon vor einigen Jahren, als nämlich seine verehrte Mutter 100 wurde, habe ich eine große Reportage gelesen über diese wirklich ungewöhnliche und tolle Frau und dachte mir, das ist ein tolles Filmthema. Und kaum sind 7 Jahre vergangen, schon stehen wir hier. Das freut mich sehr, dass es jetzt nun mit Vicky und allen Beteiligten, Max, Herrn Werkel und Herrn Krasnitzer unter anderem, jetzt umgesetzt wird. Ich darf an Christine weitergeben, bei der ich das Projekt in besten Händen weiß, die Buch und Regie sozusagen hier übernommen hat, und freue mich jetzt sehr gleich auf die gemeinsamen ersten Bilder. Ja, ich freue mich auch, dass Sie da sind natürlich, und als Ariane Krampe vor 6 Jahren das erste Mal auf mich zukam mit dem Projekt und mir davon erzählt hat, war ich sehr schnell sehr begeistert davon. Und ich denke, jetzt ist einfach die Herausforderung, dass wir auch der lieben Elli gerecht werden und einfach wirklich einen sehr schönen Film erzählen, der aber auch eben ihrem Leben gerecht wird. Wir haben uns in sehr vielen Sachen an die Tatsachen gehalten, also haben auch Anleihen aus ihrer Biografie und haben wirklich auch sehr viel recherchiert. Und ja, am besten Sie schauen selber mal ein bisschen. Ich finde, die Persönlichkeit meiner Eltern kommt auch in diesem kurzen Film schon rüber, irgendwie so ein kleines bisschen. Die beiden, als sie Grenzen gesprengt haben, die haben beide Dinge gemacht, die ungewöhnlich waren und haben das durchgezogen. Ideale zu haben ist ja eine Sache, aber sie durchzuziehen und sie zu verwirklichen ist wieder die zweite Frage. Und zu fliegen zu der damaligen Zeit für eine Frau war extrem schwierig, weil keiner wollte eine Frau fliegen sehen. Frau gehörte die Küche, sonst würden die Kinder kümmern, bloß aus. Und das. Ich habe die tolle Erfahrung gemacht, wie man halt mit so einer Zwischenkupplung mal fährt. Ja, wieder was dazugelernt, was auch ganz toll ist an diesem Beruf. Und ja, ich hatte ein Auto, was tadellos funktioniert und ja, hat Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wie es dann ist mit den tatsächlich teuren Rennwagen. Ja. Aber ich glaube, da werde ich nur gezogen oder so. Also tatsächlich den Motor anmachen werden wir nicht, weil das wäre ein bisschen teuer. Haben Sie so persönlich eine Beziehung zu Autorennen oder ist das das erste Mal jetzt, dass Sie... Nee, ich mag schon gerne schnell zu fahren, aber... Ja, das habe ich gemerkt. auf der Piste war ich noch nicht, auf dem Ring sozusagen. Sind Sie denn ein guter Autofahrer? Ja, das müssen andere beurteilen, aber ja, ich habe noch keinen größeren Unfall gebaut, ja. Zwischen den Kriegen, also das private Fliegen oder auch die ganze Kunstfliegerei oder so, das hat ihn, glaube ich, nicht so wahnsinnig ausgefüllt. Insofern gab es sicherlich eine Ebene, wo er froh war, wieder beim Militär zu sein. Aber es ging in erster Linie für ihn, glaube ich, ums Fliegen und ist dann für jemanden, der in so eine hohe Position kam, glaube ich, verhältnismäßig ambivalent gewesen, insofern, als er, glaube ich, relativ unpolitisch war und auch nur fliegen wollte. Das ist natürlich keine Entschuldigung für irgendetwas, aber er kam ja so schwer damit zurecht, dass er sich dann eben 41 das Leben genommen hat, und solche Figuren gab es relativ wenig im Dritten Reich. Aachen sozusagen auch noch bestimmt haben, heiraten haben, was sie für Beruf ausüben dürfen oder nicht. Und das war ja auch ein Reibungspunkt zwischen ihr und ihrem Vater immer wieder. Sie hat sich ja da gegen den Willen des Vaters durchgesetzt und ist also einmal ihren eigenen Weg gegangen. Und erst später, als sich dann die großen Erfolge eingestellt haben, hat er sich dann so ein bisschen auf ihre Seite geschlagen und erkannt, dass das tatsächlich etwas ist, was sie voll ausführen kann. Aber die Anfänge waren natürlich, und das ist uns auch wichtig in dieser Geschichte zu zeigen, wie eine Frau es in dieser zum Teil für Frauen noch sehr restriktiven Zeit schafft,
wirklich so einen unglaublichen Welterfolg zu schaffen. Und dazu gehört einfach diese Welterumrundung. Ja, wenn man sich vorstellt, was sie da alles erlebt hat, und wenn man diese Geschichte durchliest, das ist, also man hat wirklich das Gefühl, das ist so eine Abenteuer-Kitsch-Geschichte und kann überhaupt nicht glauben, was da alles an Wahnsinnigkeiten passiert ist. Von Freunden, die von Haien aufgefressen werden, bis hin zu peruanischen Ministerpräsidenten, die sie bitten, ausgeflogen zu werden. Also diese Bandbreite ihrer Weltreise-Erlebnisse, die sind schon so exorbitant und zeigen einfach, was das für eine starke Frau war, wie die sozusagen auch in dieser Welt empfangen wurde. Und das, finde ich, ist eine spannende Geschichte. Und dazu braucht es natürlich auch den Absprung, dass wir zeigen, dass wir aus einer besonderen Zeit kommen, die in manchen Zügen, wenn wir uns die Diskussionen heute anschauen, ja, durchaus noch Parallelitäten haben. Ja, also wenn wir uns die Geschichte anschauen über Vorstandsaufteilungen in Deutschland, in deutschen Spitzenunternehmen, dann haben wir ja nach wie vor die Problematik. Und wir sehen ja auch in unserer Branche leider nach wie vor sehr wenige Regisseurinnen. Auch da wünschen wir uns, dass das verstärkt wäre. Und haben Gott sei Dank hier jetzt eine wunderbare Regisseurin. Darf ich einen Satz noch dazu sagen? Ja, als meine Mutter schon älter war, habe ich sie mal gefragt, habe gesagt, das war doch eigentlich sehr gefährlich, was sie da gemacht hat. Dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ja, das hätte schon schief gehen können, aber es hat doch Spaß gemacht. Also das war ihre Motivation, die Freude am Luftwandern, alleine in der Luft zu sein. Ja, und auch ein weiteres Indiz dafür, dass eine Frau die Freude und Spaß hat an dem, was sie macht. Ja, auch noch nicht so etwas war, was gang und gäbe war. Die Frau hat in erster Linie zu funktionieren und plötzlich macht eine Frau etwas, was ihr Spaß macht, ja, was Risiko ist. Also eine Domäne, die bis zu diesem Zeitpunkt halt von Männern besetzt war. Also Max, ja, große Abenteurer, große Rekorde, große Sportler oder Rudert, hervorragende Flieger bei Arnold und Papst, Fitzbalü noch große Flugshow geliefert und das alles. Das waren die großen Heroen. Und plötzlich taucht da so eine junge Frau auf und mischt in dieser Liga mit. Und das, finde ich, ist eben genau das, was wiederum die Kurve und die Klammer schließt zu dem, was wir hier Herzkino nennen. Es ist großes, emotionales Kino fürs Fernsehen und das ist das Schöne an dem Projekt. Ja, bei vielen. Also zum Beispiel ganz konkret kriegt die Frau das Kind und das ist wunderschön, aber das ist natürlich Arbeit. Und wenn ich mich dazu entscheide, zu arbeiten und ein Kind zu haben, dann ist das eine tolle Entscheidung und noch toller, wenn es funktioniert. Aber ich sitze am Ende zu Hause und bin so platt wie ein französischer Frau. Also es geht natürlich einfach auf die Kräfte und ich habe manchmal das Gefühl, ich muss doppelt so weit rennen wie alle anderen, nur um am selben Punkt anzukommen. Aber ja, so zum Beispiel natürlich. Ne? Also, ja, also Elli Beinhorn hat sich ja auch viele Gedanken darum gemacht, ob sie wirklich Familie, Kinder, genau, möchte, genau, neben dem Beruf. Gehen die solche Gedanken auch selber durch? Ja klar, natürlich hat man ja dann auch immer die emotionale Schiene oder die Verantwortung für das Kind und auch die Nähe mit dem Kind, die man da hat. Die einen nicht ganz so rücksichtslos sein lässt vielleicht oder so. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch die Stärke. Aber es ist natürlich etwas, wo man nicht kämpfen muss oder wo man arbeiten muss und viel Kraft braucht und viel Durchsetzung von mir. Und so. Das glaube ich schon, dass Frauen heutzutage oder wie damals auch es extrem nötig haben, die brauchen einfach. Also die Kraft meine ich jetzt nicht so eine verbissene Kraft, ich meine eher die Kraft, sich über Dinge hinwegzusetzen oder sich über eine Situation hinauszudenken oder über eine Konvention hinauszudenken. Und so. Ich glaube, das ist etwas, was man heutzutage immer noch genauso braucht und viele Frauen mehr brauchen könnten, glaube ich. Das wird zum Beispiel, glaube ich, nicht genug unterrichtet oder verbreitet. So. Ich weiß nicht, ob man es unterrichten kann, aber man könnte es vielleicht Wert von Frau zu Frau weitergeben oder so. Dieses Gefühl der Freiheit irgendwo in sich zu tragen, ne? Und nicht irgendwie irgendwas hinterherlaufen zu müssen. Oder zu denken, ich muss mich jetzt gegen etwas aufregen.